Wie soll ich die Kiste nun jetzt da hochbringen? Ich kann mich nur selbst hierhin befördern. Kann ich hier vielleicht mal... Ja, das kann ich nochmal hochbringen. Aber was mir das bringt, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, die Kiste kann ich hier nicht hochstemmen, oder? Nein. Und schwerer als die Kiste ist er auch nicht. Nee, das ist viel zu schnell. Gut, ich brauche die Kiste nun hier, aber ich bekomme sie nicht hier hin. Was kann ich ja wieder runterfahren lassen? Hier ist nichts mehr. Kann ich da nicht einfach so ran? Das ist... Hilfreich ist das jetzt nicht. Nee, das bringt mir auch nichts. Ist hier unten noch irgendwas, was mir was bringt? Nee, wie es aussieht, nicht. Ey! Okay, da kann ich mich schon mal nicht hängen. Ich verstehe einfach nicht, wie das geht. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben und ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahmepause als Denkpause, weil dieses Rätsel ist mir einfach über. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Kay Simmelpe bei Limbo. Tschüss. Willkommen zurück. Hier ist wieder euer Kay Simmelpe und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass die letzten paar Tage nichts auf meinem Kanal hochgeladen wurde, aber... Nun ja, ich meine Ferien, ich war auch mal eine Weile im Urlaub und jetzt bin ich ja wieder da und diese Folge wird morgen, also am Sonntag, hochgeladen werden und ich drücke jetzt einfach mal auf Spiel fortsetzen. Wo war ich denn? Ja. Ach, ich war ja hier, genau. Ja. Nun ja. Ja, genau, das ging immer so. Das ist jetzt nicht so, wie es war. Ja, genau, ich muss jetzt wieder die Kiste holen. Und wenn ich die Kiste habe, dann habe ich die Kiste, weil Kiste ist Kiste und... Kiste. Kiste. So, diese Kiste. Diese Kiste hier. Diese Kiste, nicht die Kiste von nebenan. Nein, diese Kiste... Tötet mich gleich, oder was? Sag mal... Nee, was soll das denn jetzt? Ja, ich hab Zeit. Ich brauche mal irgendeine frei vergebene Fahrstuhlmusik. Aus dem Internet kann ich dann hier einspielen. Ja, Fallkiste. Und... Das Problem war ja, dass ich diese Kiste nicht hier rüber bekam. So. Ich habe mich gerade eben ein klein bisschen umgeguckt und habe nochmal bemerkt, dass man das hier ziehen kann. Hatte ich auch schon wieder vergessen. Und ja, ich weiß trotzdem nicht, was uns das bringt. Ich kann so, aber... Ich lasse das mal wieder runter, dann wird bestimmt so ein super geheimer Mega-Mechanismus freigesetzt, der... Moment. Moment. Ah, ich habe eine Idee. Ja. So. So. Und... Bleibt das hier drauf liegen? Ja, das bleibt hier drauf liegen. Kann ich das noch ein bisschen... Ja. Ja. Yeah.
So, und was jetzt? Puh. Hebel. Hebel ziehen. Geräusch. Geräusch. Geräusch, Seil. Ja. Seil, dran springen. Bringt so gut wie gar nichts. Hebel, nochmal drücken. Zurück und dran springen. Nein, okay, so geht das schon mal nicht. Können wir dann vielleicht, oder kann ich dann vielleicht hier hochklettern irgendwie, so nach links oder? Nee, das funktioniert nicht. Dann muss das aber klappen. Anders kann das schon gar nicht mehr funktionieren. Noch ein Versuch. Wenn es dann nicht klappt, dann bin ich verzweifelt. Ich brauche wirklich Fahrstuhlmusik für das Spiel. Das ist Nummer 1 auf der To-Do-Liste, genau. Ja, es geht. Dann kann ich mich hier hin und her und hin. Ach ja, übrigens, für die, die immer noch nicht ganz verstanden haben, was diese Gehirnmaden machen. Sie bringen mich dazu, wenn auch langsam, wenn ich in die andere Richtung drücke, in eine Richtung zu laufen. Und ich kann wirklich nur in diese Richtung laufen. Ich kann immer noch Kisten schieben, klettern, springen und alles. Aber ich muss in diese Richtung laufen. Da kann ich halt rennen und langsam gehen, wenn ich in die andere Richtung drücke. Und ja, wenn ich ins Licht gehe, dreht sie halt um. Oh, nö. Wenn ich auf so eins draufgehe, wenn ich auf so eine Plattform hier draufgehe, dann... Ja, dann geht die Säge los. WTF soll ich tun? Was? Was? Ja, das, ja. Lecker. Ja. Die Säge ist doch auch nur ganz dünn. Da kann ich dann vielleicht hier hinter uns. Nee, kennt man ja auch von zu Hause. Wenn da zum Beispiel so ein Sägeblatt ist, das sich richtig langsam eigentlich dreht, wenn man sich's jetzt mal ansieht. Oder bei einer Kettensäge und ihr fasst das dann an der Seite an. Also da fliegt euch direkt der Kopf ab und. Oh oh. Nicht gut. Gar nichts gut. Was? Was? Hat mich gerade die Kiste erschlagen? Das war jetzt zwar nicht sehr schön, aber dafür habe ich jetzt einen Plan. Plan. Plan bedeutet beeilen. Beeilen mit Plan. Nein, nein, nein. I believe I can die. Yeah, so klappt das ganz bestimmt. Darauf, warten, 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 darauf. Dann muss ich schnell hier hin, darüber, das hier hin. Dann müsste ich das hier noch... Nein, ich bin zu früh drauf. Nein, ich hab... Ja, ich hab's noch geschafft. So, das wäre jetzt auch geschafft. Und endlich wieder mal eine normale Landschaft. Und fliegen uns da Fliegen hinterher? Uns fliegen Fliegen hinterher. Fliegen, fliegen, weil sie fliegen, denn sie fliegen, weil... Ich bin eine Leiter hochgeklettert. Was? Da ist ein großes Insekt. Fliegt das auch weg? Ja, wieso wiederholen? Jetzt ist das da oben dran. Okay.
das wieder da runter? Das geht auch wieder runter. Jetzt hat es sich daran gehängt. Wenn ich jetzt noch einmal weggehe, wo hängt es sich dann hin? Ja. Ja. Noch weiter runter, bitte. Noch weiter runter. Nee. Ah. Dammit. Hä? Ich verstehe es nicht. Jetzt ist sie wieder da. Vielleicht. Hä? Nee, da kann ich auch nicht lang. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich denke mal, ich muss mich irgendwie an die Fliege dranheften, aber ich weiß nicht wie. Ich bleibe hier drinnen immer. Einmal geht sie weiter runter. Aber ich komme einfach nicht ran. Ich bin nicht da. Ich bin ein kleinwüchsiger Baum. Ich bin ein kleinwüchsiger Baum. Beachte mich nicht. Beachte mich nicht. Nee, okay, so geht das nicht. Okay, solange ich im Wasser bin, bin ich langsamer. Aber ich muss es doch irgendwie schaffen. Es ist doch... Ohne das Wasser wäre es noch viel einfacher, aber... Das ist komisch. Also man merkt, dass die Rätsel schwerer werden. Denn ich bin hier irgendwie nur noch am Fehlen und... So, na, kann ich mir... Ich bin... Was ist die da überhaupt? Irgend so ein Kadaver oder so, denke ich. Sieht jedenfalls so aus. Na, komm. Putt. Geh mal oben hin. Oben. Ja. Da kommt die, glaube ich, auch schneller runter. Nee, ich bin einfach zu langsam. Aber wie soll ich denn schneller werden? Gibt es hier irgendeine geheime Technik? Super, Mega, Master, Angriff oder Fliegen oder... Keine Ahnung was. Irgendwas, bitte. Ja, da komme ich auch nicht mehr hoch. Fliegen, kommt alle zu mir. Nee. Fliegen wollen nicht zu mir. So, also. Hier hinlegen oder so kann ich mich auch nicht. Wenn ich weiter weggehe, dann geht sie wieder dahin. Aber das ist schon fast aus meinem Bildschirm immer. Und da erwische ich sie ja auch nicht. Zuallererst verstehe ich das Prinzip dieser Fliege nicht. Zweitens verstehe ich nicht, wie ich an die Fliege ran soll. Und drittens... Fliege, bleib stehen! Hä? Ich will wieder zurück zu meiner Säge! Die Säge mitnehmen müssen. Könnte ich die jetzt zum, irgendwie darüber werfen und dir die Flügel abschneiden oder? Keine Ahnung. Irgendwas, dass sie mal stehen bleibt. Nein. Bleib stehen.